Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in Final Fantasy 14. Heute mit dem Wiederaufbau Ishgards. Wir sind im Patch 5.11, also 5.1.1. Wie man sieht, ich stehe mittendrin, statt nur dabei. Es ist jetzt eine halbe Stunde nach Aufspielen bzw. nach Öffnen der Server. Und hier sind alle sehr aufgeregt. Trotzdem möchte ich euch eine Übersicht geben, wie es funktioniert. Ihr bekommt zuerst eine Quest in Ishgard. Hier, die müsst ihr folgen. Hier gibt es relativ viele Filme eigentlich. Ich habe mir die trotzdem alle angeguckt, denn jo, wir haben hier genug Zeit. Also nehmt euch ruhig die Zeit, diese Filme auch anzugucken. Und ich spiele euch aber am Ende dieses Videos eine Einblendung ein. Ja, ich möchte dann bitte eure Meinung dazu. Was sagt ihr dazu? Ja, ich möchte lieber nichts sagen. Ja, aber ich spiele es euch zum Schluss dann ein. Eine Einblendung aus diesem Dialog, der eben da war. Wie sieht's aber aus in Ishgard? Und zwar hier, das ist ein separates Areal. Die Wache, ich stehe jetzt drinnen, und zwar das Gegenüber dieser Wache. Also wie ihr hineinkommt, das ist in den Schwaden in Ishgard. Ihr könnt also über die Schwaden hier reinkommen, ihr könnt nicht direkt hineinporten. Ihr müsst also hier immer in Schwaden zu dieser Wache gehen, dann kommt ihr hier hinein. Ihr bekommt am Anfang ein Tutorial. Hier, wir haben hier verschiedene Stationen. Es geht hier von links weg, da wo die alle stehen, die machen gerade die Quest. Aber das Wichtigste, und zwar spielt sich auf der rechten Seite ab im Moment. Man sieht auch der Wiederaufbau. Wenn man da ein bisschen nach hinten guckt, vielleicht kann man da auch schon erahnen, auf was ich hinaus will dann am Ende, ja. Guckt euch das ein bisschen an. Aber, warte, ich gehe mal zurück, ich bin sehr aufgeregt, wie man merkt. Hier ist dieses schwarze Brett. Hier tut sich im Moment noch nichts, ja. Also, man sieht hier, man hat hier Kundgaben. Hier wird kundgegeben, dass eben Helfer gesucht werden. Man muss Materialien vom Materialstapel holen, verarbeiten und so weiter. Dann Platz, da habe nicht zur erste Phase, dass man eben Mühen hat für den Wiederaufbau. Man bedankt sich und so weiter. Und hier Direktiven, der Wiederaufbau Ishgards, Sammlerstücke gefragt und eben Aufgaben. Hier gibt es aber noch nichts. Also ich habe Screenshots gesehen, es dürfte dann auch so gezeitete Sachen geben. Wenn es hier Neuigkeiten gibt, dann erfahrt ihr es natürlich auf meinem Kanal. Deswegen natürlich das Follow nicht vergessen beim Charles, ganz wichtig. Hier oben, hier ist dieser Materialstapel. Hier hat sich noch nichts getan. Also ich habe schon Sachen abgegeben, das zeige ich euch gleich. Aber ich denke, es wird wohl Unsummen brauchen, um hier einen Fortschritt zu haben. Denn es ist natürlich eine Serveraufgabe und nicht eine Personenaufgabe. Um was geht es eigentlich hier? Und zwar, das System kennen wir. Wir haben einen Scheinewechsler und wir brauchen Scheine. Die bekommen wir bei Sammlerstückehändler. Das ist also ein Sammlerstücksystem. Wie funktioniert es? Und zwar, wir haben für jeden Job, wie man sieht, verschiedene Aufgaben. Ja, also es kommt auf den Job an, was ihr macht. Und wir haben neue Rezepte bekommen. Die Rezepte gehen von der Sperrholzplatte. Ich gucke mal, Syntheserezept. Und zwar, das ist extra aufgegangen. Wir haben hier, ich mache den Zimmerer auf. Ihr findet unter dem zweiten Reiter, wo ihr die Meisterrezepte findet, ganz unten Ishgard. Und zwar Wiederaufbau und andere. Ja, da ist noch nichts drinnen. Wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Aber unter Wiederaufbau seht ihr, es beginnt bei Level 20, dann zu 40, 60, 70 und 80. Das heißt also, ich werde das auch in Zukunft in meine Guides natürlich einbauen zum Leveln, denn man kann hier natürlich die EP mitnehmen und wenn man guckt, ich schiebe es mal so hin, dass man es schön nebeneinander sieht. Bei Level 20, das wäre, und zwar diese Sperrholzplatte, das wären 57.000 Routine bei 50er Sammelwert, beim höchsten 150.000, also das Dreifache. Denke ich mal, dass es hier auch für euch eine Möglichkeit ist, wenn ihr noch in der Levelphase seid, egal wo, von 20 bis 80, hier noch zu leveln. Die 80er Rezepte, das sind 3.943er, wenn wir es vergleichen. Vergleichen wir es mit dem Meisterrezept, 3.9er. Also es ist kein Sternerezept, wie man sieht. Ja, also es dürfte in der Gegend sein von den 80ern. Ja, es ist ein normales 80er Rezept. Ja, wir haben aber mehr Qualität drauf. Ihr seht hier mal 20.000 und hier haben wir 40.000 Qualität. Ja, also hier wird es von mir auch natürlich ein Update-Makro geben, wenn ich einmal das System heraus habe. Um was geht's? Wir können hier natürlich sammeln. Es ist eine Kombination aus Sammler und Handwerker. Ihr könnt also, ich habe zuerst dieses Fass mal schnell gecraftet
Und zwar, ich war hier unterwegs, ihr könnt hier nach Sammelmethode suchen und dann seht ihr, wo es ist. Es ist auch nicht gezeitet, danke an Squenix, ja, danke vielmals, dass ihr es nicht getimed habt oder sonst irgendwas. Das lässt sich die ganze Zeit sammeln. Müsst ihr eben gucken, das sind eben neue Sachen, die man sammeln kann. Marktbrett weiß ich gar nicht, ob man es kaufen kann oder nicht, müsst ihr gucken, bin mir nicht sicher. Und ein Teil, so wie hier, ist ein Titan-Nugget, das ist auch noch dabei. Aber ich denke wohl, es ist nicht persönlich. Es ist handelbar auf jeden Fall. Okay, es wird auf jeden Fall handelbar sein am Markt. Zu den Crafts selber. Wie gesagt, ich habe dieses Fass gecraftet. Kann ich das auch kurz einblenden? War nicht schwer. Wie gesagt, ich crafte es natürlich dann auch mit der flinken Hand. Ist also jetzt nicht so schwierig. Dann könnt ihr es natürlich abgeben. Und wenn ihr es abgegeben habt, dann haben wir einen Fortschritt. Da steht auch drinnen der Wiederaufbau Ischgards. Hat 67 Punkte waren das bei mir, steht bei mir im Chat, also 3x 67 Punkte. Die sehe ich aber nirgends, also ich habe keinen Timer irgendwo, ich habe auch geguckt. Solltet ihr was finden, bitte reinschreiben. Weil hier gibt es nur den Aufbau der domanischen Enklave. Ja, also das ist ja was ganz was anderes. Habe also hier nichts gefunden. Ja. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich dieses Brett da vorne sein. Aber hier könnt ihr beim Scheinewechsler dann diese Punkte, die ihr bekommt, ich habe 42, könnt ihr hier dann umtauschen. Also hier seht ihr dann, was ihr alles bekommen könnt. Wir bekommen auch hier, was ich gesehen habe, Pegasus-Pfeife. Es gibt hier Haartrachten. Ja, wer es noch nicht hat, ich habe das schon. Ne, ich habe es noch nicht natürlich. Nein, ich habe es nicht. Also hier ist diese Frisur, glaube ich, die jeder sucht. Ich denke mal, das ist die Frisur. Legendäre Haartracht. Hier ist sie. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, hier ist sie. Also ihr bekommt hier etliches auch an Zeug für diese Marken. Und haben wir irgendwo ein Limit drinnen? Sehe ich gar nicht. Oh ja, hier. 10.000 ist das Limit bei Aufbauscheine. Also ihr könnt 10.000 könnt ihr maximal haben und dann müsst ihr es ausgeben. Jo, das ist dieser Aufbau der domanischen Enklave. Mehr ist es nicht. Eine Krämerklingel ist auch hier. Ihr könnt hier schon rausporten, aber hinein nicht. Also hinein ging nicht. Zumindest ich habe keinen Portpunkt gefunden. Denn ich habe mich auch nirgends irgendwo synchronisieren müssen. Also es gibt hier keinen direkten Eingang. Und ich gucke jetzt nochmal hier im schwarzen Brett. Aber es hat sich hier noch nichts getan. Also ich bin mal sehr gespannt, wann sich hier etwas tut. Denn die Leute geben schon brav ab. Ich habe schon etliche auch Freunde getroffen hier, die craften. Grüße an den Aspel. Naja, von dieser Stelle aus, mit dem habe ich kurz geschrieben. Und man sieht eben hier wird sich dann mal was tun, schätze ich mal. Also es wird auf jeden Fall Update-Videos dazu geben. Denn, jo, wir haben darauf gewartet, auf den Wiederaufbau. Das Rezept ist ein bisschen schwerer als ein normaler 80er Craft im Endgame. Im Moment aber wirklich nicht schwierig. Und hier wird es natürlich, jo, ich werde so eine Makro-Teile irgendwann mal euch präsentieren in der nächsten Zeit. Ich spiele euch jetzt noch zum Schluss diesen Dialog ein. Schreibt es mir, jo, eure Gedanken zu dem Dialog rein. Ich habe meine eigenen, ja. Also, jo, wie ich das gelesen habe, war ich ehrlich gesagt ein wenig aufgeregt. Jo, somit Kommentare, Like, Abo gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.